Also zu mir kommen hauptsächlich Frauen, die den Wunsch haben, ihre Brust zu verändern. Und da geht es sowohl um die Brustverkleinerung wie die Bruststraffung und natürlich auch um die Brustvergrößerung. Ja, bei den Brustvergrößerungen kommen die Frauen schon mit relativ genauen Vorstellungen. Es ist sicherlich so, dass man für die einzelne Frau auch die ideale Brust finden kann. Die meisten Frauen, die sich operieren lassen, würde man auch im normalen Straßenbild gar nicht erkennen. Die Materialien sind in der Art und Weise, wie sie hergestellt werden, weicher, flexibler und trotzdem in sich stabiler. Die Oberflächen haben sich geändert. Es gibt mittlerweile nicht nur glattwandige Implantate, sondern auch mikrotexturierte, also leicht angeraute oder makrotexturierte, gröber angeraute. Es gibt runde Implantate und tropfenförmige Implantate. Die runden, mit denen man sich im Grunde genommen aussuchen kann, welche Größe von Dekolleté man haben möchte. Die tropfenförmigen oder auch anatomischen Implantate für Frauen, die möglichst ein ganz natürliches Ergebnis haben wollen. Und das liegt eben zum einen an der Form der Implantate, aber auch daran, wo man die Implantate platziert. Die kann man nämlich auch unter unseren Brustmuskel setzen. Da sind sie nicht nur von der Haut umgeben, sondern auch von der Muskulatur. Und dadurch zeichnen sich von außen die Implantate nicht mehr ab, sondern man bekommt eben wenn die unter dem Muskel liegen, ein sehr natürliches Ergebnis. Wo auch der Partner es oft gar nicht ertasten kann oder sehen kann. Ja, das heißt, man kann hinterher genauso stillen, auch später mal genauso einen Ultraschall oder eine Mammographie-Untersuchung machen lassen. Selbst die Narben tätowiert man heute wie bei einem Permanent-Make-up mit Hautfarbe über, so dass man sowas gar nicht mehr sieht. Die Eingriffe dauern heute circa eine Stunde. Bei mir gehen 95% der Patientinnen am selben Tag nach Hause. Die allermeisten Frauen, die zu mir kommen, sagen immer: Ich möchte was haben, was zu mir passt. Ja, und das kann man heute auch wirklich machen.